Hallo, heute erklären wir euch die Herleitung der Flächenformel eines Dreiecks. Als erstes zeichnen wir die Grundseite und die Höhe beim Dreieck ein. G steht für Grundseite, H steht für Höhe. Das gleiche Dreieck haben wir nochmal. Auch hier wird G und H eingezeichnet. Dann wird dieses Dreieck zerlegt in zwei Teilfiguren. An der Seite H wird es durchgeschnitten. Zwei Teile legt man an das andere Dreieck zu einem Rechteck zusammen. Nun zum Berechnen. Dazu rechnen wir Seite mal Seite, also H mal G. Dies teilen wir durch 2, da wir zwei Dreiecke haben. Das Ergebnis ist G mal H geteilt durch 2.